Auf eine endlose Nacht folgt ein schier endloser Morgen. Seit Stunden quälen wir uns über die einzige Straße, die die letzte Überschwemmung übrig gelassen hat. Der Weg führt geradewegs in eine Welt, die noch kaputter ist als die Straße dorthin. Wir sind auf dem Weg nach Nord-Bihar, einem bitterarmen Landstrich im ärmsten Bundesstaat Indiens. Hier beginnen wir mit unserer Suche nach Kindersklaverei, die uns vom hintersten Winkel Indiens bis nach Deutschland führen wird. Kein Tourist verirrt sich hierhin. Es gibt auch nichts zu sehen. Die Armut hier ist so groß, dass Eltern ihre eigenen Kinder verkaufen. Für die letzten 200 Kilometer brauchen wir 8 Stunden. Hier leben der 11-jährige Sumit und sein 18-jähriger Bruder Ravi. Sie leben wieder hier. Vor 4 Jahren hatten ihre Eltern sie verkauft. 3 Jahre lang waren sie verschwunden. Kein Lebenszeichen. Alles, was die Familie noch besitzt, ist dieses Haus. Bei der großen Flut sind das Dach und eine Mauer eingestürzt. Für die Reparatur ist kein Geld da. Nur ein Raum ist noch bewohnbar. Eigenes Land hat die Familie nicht. Der Vater verdient als Feldarbeiter 40 Rupien, umgerechnet 70 Cent am Tag. Die Mutter ist verzweifelt. Das Geld reicht nicht. Nicht für das Dach, nicht für Medizin, nicht mal fürs Essen. Vor 4 Jahren kam ein Fremder und bot den Jungs eine Ausbildung und der Familie jeden Monat Geld. Etwas zahlte er gleich bar auf die Hand. Dafür sollten die Kinder sofort mitkommen, in das 1000 Kilometer entfernte Neu-Delhi. Die Eltern sahen das als Chance, den beiden Söhnen ein besseres Leben bieten zu können. Argwöhnisch waren sie nicht. Er hat die Kinder mitgenommen. 300 Rupien wollte er uns jeden Monat geben und 1000 hat er uns sofort gegeben. Ich habe dann darauf gewartet, dass der Mann Bescheid sagt, dass die Jungs gut angekommen sind und dass er uns ihre Telefonnummer und Adresse gibt. Aber das hat er nicht gemacht. Das Versprechen war eine Lüge. In Neu-Delhi, unerreichbar für die Eltern, wurden die Kinder gezwungen, als Schweißer zu arbeiten, ohne Schutzkleidung, ohne Schutzbrille. Dabei verlor Sumit sein rechtes Augenlicht. Auch seinen Arm kann er nicht mehr richtig bewegen und Lohn gab es auch keinen. Die Familie sah nie auch nur eine Rupie. Ich musste von morgens bis Mitternacht arbeiten. Wenn ich nicht mehr konnte, bin ich geschlagen worden. Unser Besitzer hat uns kaum Essen gegeben. Wir durften nirgendwo hingehen, das hat er verboten. Ja, er hat uns geschlagen und nur wenig zu essen gab es. Ich musste meinem Bruder beim Schweißen helfen. Dabei ist ein Funke in mein Auge geflogen. Und später ist ein Balken so auf meinen Arm gefallen, dass er gebrochen ist. Was hat dein Chef da gemacht? Dann hat mich der Besitzer angeschrien. Wieso hast du deinen Arm gebrochen? Mit deinem Arm ist alles okay. Los, mach weiter mit deiner Arbeit. Sumit zeigt uns, wie er damals weggebracht wurde. Wenn jemand Fragen stellt, sollte er sagen, er mache einen Ausflug mit seinem Onkel. Ich hatte so Angst. Und was hast du da gemacht? Ich habe geweint. Dieser Zug ist berüchtigt. Im Volksmund heißt er Shramdan Express, Express der Fronarbeit. 600 Kinder werden alleine in den Dörfern hier in der Umgebung vermisst.
Jeder hier erzählt, dass die Kinder in diesen Zug verfrachtet werden. Der Zug fährt jeden Tag. Kinderverschleppung am helllichten Tag. Ja, genau so ist es, sagt Sumit. Es ist ein Sklaventransport im 21. Jahrhundert. Wir gehen durch den überfüllten Zug. Überall Kinder. Wer ist das? Das ist mein Bruder. Wie alt ist er? So 15, 16. Das ist doch nicht dein Bruder. Sag mir, wie alt du bist. Ich bin 12. Ein junger Mann, der nicht weiß, wie alt sein kleiner Bruder ist. Wohin fahren Sie? Nach Bombay. Was soll der Junge in Bombay machen? Stahl polieren. Wie alt ist er? Er ist 14. Wie heißt du? Sonu Kumar. Wer versorgt dich zu Hause? Meine Mutter. Gibt es deinen Vater noch? Ist dein Vater tot? Ja. Deswegen gehst du Geld verdienen? Ja. Wer nimmt dich mit? Ein Verwandter. Der Zug ist voller Schlepper. Kleine Rädchen der Kindersklavenmafia. Wie viel kriegen Sie für den Jungen? Ich bekomme 3.000 Rupien. Wie viele Kinder nehmen Sie denn jedes Mal mit? So 4 bis 5. Was machen Sie mit den Kindern? Wir verkaufen sie an einen Mittelsmann. In Hajipur, der nächsten Provinzstadt, verlassen wir den Zug. Sumits Reise endete vor 4 Jahren in Neu-Delhi. Dort wurde er vom Bahnhof weg an einen Mittelsmann weitergegeben. Der verkaufte ihn gleich an einen Schweißer. Hier in Hajipur zeigt Sumit uns, zu welcher Arbeit er als 7-Jähriger gezwungen wurde. Erst nach 3 Jahren wurde er befreit. Genau das ist mit meinem Auge passiert. Ich habe ein Metallstück gehalten und dann ist mir ein Funke ins Auge geflogen. Mein Besitzer hat nichts gemacht. Er hat gesagt, in 2, 3 Tagen ist alles wieder okay. Und plötzlich das. Es ist der Werkstattchef. Er ist aufgeregt, denn er denkt, Sumit rede über ihn. Wir können ihn schnell beruhigen. Sumit bringen wir zurück in sein Dorf. Dort ist er sicher. Wir aber suchen jetzt die Orte, zu denen die Kindersklaven hingebracht werden. Wir beginnen in Neu-Delhi, im alten Stadtviertel Kotla, das bekannt ist für seine zahllosen Hinterhofwerkstätten und Nähstuben. In den kleinen Gassen sehen wir erstmal nichts Verdächtiges. Aber in den Häusern sollen sie sein. Höflichkeit hilft jetzt nicht mehr weiter. Wir wollen da rein. Pailletten weisen uns den Weg. Und tatsächlich, hier arbeiten Kinder, höchstens 8, 9 Jahre alt. So viele hätten wir auf Anhieb nicht erwartet. Auf dem Dach sprechen wir den Jungen an. Er ist 10 und heißt Sheikh. Wir fragen ihn nach seiner Arbeit hier. Ich fange um 10 Uhr an und arbeite bis 9 Uhr abends. 11 Stunden. Es gibt überall Nachbarn. Keiner nimmt Notiz von den Kindern. Wir gehen weiter durch das Labyrinth von Gassen. Überall Nähstuben, überall Kinder. Um in diesem Keller überhaupt etwas sehen zu können, müssen wir ein Infrarotlicht einschalten. Die Kinder arbeiten bei Kerzenlicht. Ja.
Oben, eine Etage höher, steht auf dem Flur noch das Mittagessen. Es riecht unerträglich. Elf Kinder sind hier zusammengepfercht. Nachts klappen sie die Arbeitsrahmen hoch und müssen auf dem Boden schlafen. Das ist ihr Zuhause. Das ist ihr Gefängnis. Keiner von ihnen war je in der Schule. Sie haben keine Ahnung, für wen sie eigentlich arbeiten. Es sind auch Produkte für den westlichen Markt. Dieser Junge bestickt gerade ein Kinderoberteil der Kultmarke Gap. Kashinath ist 12. Ist das eine Ausnahme oder profitieren Westfirmen systematisch von Kinderarbeit? Am nächsten Tag heuern wir Bodyguards an. Dazu hat man uns dringend geraten. Wir wollen Kontakt mit den Chefs der Kindersklavenmafia. Wir geben uns als deutsche Importeure aus, die einfach billig einkaufen wollen. Und drehen alles mit unserer getarnten Minikamera. Der hier hat angebissen und erhofft sich ein dickes Geschäft. Mit mir, der Importeurin aus Deutschland. Er nimmt mich mit in seine Produktionsstätten. Geschenkartikel. Einige der Kinder, das jüngste ist 6 Jahre alt, wiegen sich hin und her. Ein Zeichen von Vernachlässigung und Gefangenschaft. Der Besitzer erzählt stolz, dass die Kinder hier sogar schlafen und deshalb auch nachts arbeiten könnten, wenn wir einen dringenden Auftrag haben. Kein Problem, werde prompt erledigt. Ich zwinge mich, weiter so zu tun, als ob ich mich nur für die Kulis und Döschen interessiere. Ob er wirklich zuverlässig große Mengen liefern könne, fragt einer unserer Begleiter, der Mann mit dem Zopf. Hier in diesem Viertel gäbe es fast 500 Werkstätten wie diese. Rund 20 kontrolliere er selbst. Machen Sie sich keine Sorgen. Egal, wer die Waren herstellt, Kinder oder Erwachsene, wir garantieren für die Qualität. Und machen die Behörden oder die Polizei Probleme? Nein, keine Probleme. Die Produktion sei auf jeden Fall sicher. Hier gibt es keine Regeln und Bestimmungen. Die Produktion ist immer sichergestellt. Ich habe sein Vertrauen gewonnen. Jetzt kann ich die entscheidende Frage stellen. An welche Exporteure liefert er? Asian Handicraft. Divya Export. They are exporting to Europe, America and... What companies are they exporting? Only company. X-Mart International. Das wollten wir wissen. Jetzt können wir rausbekommen, ob die Ware auch nach Deutschland geht. Hinter dieser Tür sind das Büro und der Ausstellungsraum von X-Mart International. Auch hier spielen wir die Händler aus Deutschland, drehen wieder mit versteckter Kamera. Wir fragen nach den deutschen Importeuren der Firma. Schließlich bräuchten wir Referenzen, bevor wir hier ein Geschäft machen. Hoff, das ist ein deutscher Versandhändler für Geschenkartikel. Wir besorgen uns den Katalog. Tatsächlich, hier werden genau die gleichen Döschen und Kulis angeboten, wie wir sie aus den Kinderwerkstätten mitgenommen haben. Hoff bestätigt auf Nachfrage, seine Produkte auch von Divya und X-Mart zu beziehen, den beiden Partnern der Kindersklavenmafia. Jetzt will Hoff die Verträge kündigen. Und dann schreibt Hoff, was alle sagen, die billig in Indien einkaufen, es sei nahezu unmöglich, das Problem in den Griff zu bekommen, weil man nicht alle Zulieferer und Partner der Exporteure kontrollieren könne.
Dieser Mann hat dafür kein Verständnis. Bawan Ribu. Heute will er mit seiner Organisation losschlagen und Kindersklaven befreien. Das hat er seit Wochen minutiös geplant, zusammen mit zwei Behörden. Jetzt wird noch die lokale Polizei eingeweiht. Sonst würde die Befreiung als illegaler Kindesraub gelten. Die Polizei wird aber zuletzt informiert. Gäbe es eine undichte Stelle, einen korrupten Beamten, der die Aktion bei der Mafia verpfeift, wäre alles umsonst. Die Befreier stürmen an mehreren Stellen in der Stadt gleichzeitig los. Sie müssen in den Werkstätten sein, bevor sich die Aktion herumgesprochen hat und die Kinder schnell weggeschafft werden. Der Überraschungskuh gelingt. 6 Kinder allein in dieser Nährstube. Alle noch bei der Arbeit. Nur die Aufpasser sind abgehauen. Die Kinder sind wie gelähmt vor Angst. Ihre Besitzer hatten sie vor Fremden gewarnt. Die würden nur kommen, um ihnen eine Niere rauszuschneiden. Die Zeit drängt. Irgendwo hier sollen noch mehr Kindersklaven sein. Jeder Winkel wird abgesucht. Aus einem Kellerloch dringt ein Wimmern. Fünf weitere Kinder. Sie sind hier versteckt worden. Das Jüngste ist 6 Jahre alt. Diesen Jungen fangen sie am Hinterausgang einer Schuhfabrik noch ab. Er wollte gerade weglaufen. Der Junge fleht die Befreier an, ihn gehen zu lassen. Sein Besitzer hatte ihm Angst gemacht, dass die Befreiungsaktivisten Böses mit ihm vorhätten. Dann fasst der Junge doch noch Vertrauen und führt die Aktivisten zu einer zweiten Fabrik. Mehr als 20 Kinder sollen hier arbeiten. Hier kommen die Befreier zu spät. Sie finden nur ein paar Erwachsene, die ihre Arbeit ungerührt weiterverrichten. Die meisten Arbeitsplätze sind verwaist, hastig verlassen, mitten in der Arbeit. Die Besitzer wurden offenbar gewarnt. Erfolg haben die Befreier wieder in einigen kleineren Garküchen am Straßenrand. Hier können sie noch mehr Kindersklaven herausholen. Insgesamt 82 Kinder können sie bei der Aktion befreien. 82 von über 10 Millionen Kindersklaven allein in Indien. Die Kinder sind noch immer verängstigt, noch nicht ansprechbar. Sie kommen erst mal in ein Übergangsheim der Aktivisten. 2 Wochen später. Erst heute dürfen wir in Ruhe mit den Kindern sprechen. Die Aktivisten haben inzwischen einige Eltern ausfindig machen können. Monatelang wussten diese beiden nicht, wo ihre Kinder waren. Nun werden sie zum ersten Mal wiedersehen. Ausgebeuteten Kindern wie Kashi steht eine staatliche Entschädigung von umgerechnet 320 Euro zu. Ein einmaliger Betrag für einen Neuanfang. Es war schlimm für die Kinder. Sie wurden gezwungen, 14, 15 Stunden am Stück zu arbeiten. Sie wurden geschlagen und manchmal auch missbraucht. Mir ging es richtig schlecht. Ich habe versucht, nicht zu weinen und habe versucht, aus der Werkstatt abzuhauen und mich zu verstecken. Aber die haben mich erwischt und dann zusammengeschlagen. Ich heiße Ektadul und ich bin 10 Jahre alt. Ich musste 15 Stunden arbeiten und wurde dabei oft geschlagen.
Ich habe versucht, meinen Sohn zurückzubekommen, aber der Boss hat gesagt, das geht nicht. Ich schulde ihm zu viel Geld. Jungen wie Ektadul, die unter schlimmen Bedingungen Stoffe und Geschenkartikel fertigen müssen. Das ist die eine Seite der Kindersklaverei. Aber was wir danach erfahren, ist beinahe unvorstellbar. Wir begleiten Benjamin Pütter und seinen Partner Rajnat Shri. Sie kämpfen gegen eine besondere Form der Kindersklaverei. Wir fahren in einen Steinbruch im Osten Indiens. Dort vermuten sie hunderte Kindersklaven. Hier gibt es keine Polizei und keine Bodyguards, die uns schützen würden. Also es kann auf jeden Fall gefährlich werden, das ist klar. Ja. Und die Verhaltensregel, die wichtig ist, ist, ihr müsst auf uns beide hören. Weil das heißt, wir beide werden auch darauf achten, wo passiert irgendwo was. Ist jetzt plötzlich, steigt die Spannung, kommen irgendwelche Leute mit Knüppeln oder kommen Leute sogar vielleicht mit Gewehren. Wenn ich auch sage, Kamera einpackt, bitte sofort, es geht um unsere Sicherheit. Okay. Die beiden suchen den Vorarbeiter. Sie wollen ihn ablenken, damit wir heimlich unsere Filmaufnahmen machen können. Schotter für indische Eisenbahntrassen. Infrastruktur für die aufstrebende Wirtschaftsmacht Indien. Es sind die Kinder von Wanderarbeitern. Sie arbeiten hier oft sogar mit ihrer Familie. Die Eltern alleine bekommen für die Knochenarbeit nicht genug Geld, um ihre Familien durchzubringen. Viele haben sich bei ihrem Chef hoffnungslos verschuldet, um Medizin oder Essen zu kaufen. Nun muss die ganze Familie die Wucherzinsen abarbeiten. Samarji kommt mit seiner Familie aus dem Nachbarbundesstaat Madhya Pradesh. Warst du schon mal in der Schule? Wie viel verdienen Sie denn hier? 50 bis 60 Rupien am Tag. Das ist zu wenig, um meine Familie durchzubringen. Der Vater erzählt, dass alle seine 7 Kinder hier arbeiten müssen. Auch sein Jüngstes wird sein Leben im Steinbruch verbringen. Es wird vermutlich nie eine Schule besuchen. Die Lebenserwartung liegt hier bei 40 Jahren. Die Menschen im Steinbruch sterben früh. An Steinstaublunge. Um ihr Tagespensum zu schaffen, müssen sie rund um die Uhr arbeiten. Und auch die Nächte verbringen sie hier im Steinbruch. Wir fahren weiter nach Rajasthan. Nach einer 12-Stunden-Fahrt Richtung Westen erreichen wir den Bundesstaat. Wir nähern uns den großen Exportsteinbrüchen. Sandstein, Marmor und Granit aus Indien finden in Deutschland reißenden Absatz. Obwohl das Material in Containern um die halbe Welt verschifft werden muss, ist es unschlagbar billig. Auch hier sehen wir Kinder. Auch sie leben mit ihren Familien mitten im Steinbruch. Kinderarbeit für Exportware? Aber mit Zertifikaten garantieren doch viele Exporteure, dass ihre Produkte frei von Kinderarbeit seien. Also oft höre ich, dass die Steinimporteure sagen, ja, das Problem, Kinderarbeit gibt es in Indien, aber doch nicht bei uns. Wir haben eine staatliche Kontrolle, wir haben ein Zertifikat einer staatlichen Behörde, was uns aussagt, da gibt es keine Kinderarbeit und damit ist doch wohl alles klar.
Wer Indien kennt, weiß, dass es für ein paar Cent kann man jedes Zertifikat kaufen. Das heißt, es geht nur unabhängige Kontrollen. Und gerade der Staat hat mir selber gesagt, der Arbeitsminister hier, hat mir gesagt, ja, Herr Pütter, Sie glauben doch nicht, dass meine Kontrolleure genug Geld haben, um über aufs Dorf zu fahren. Die haben genug Geld, um gerade mit dem Fahrrad in der Stadt die Fabriken zu kontrollieren. Aber die können doch nicht in jeden Steinbruch fahren, das ist doch undenkbar. Deswegen hat Benjamin Pütter mit Miserio ein eigenes Siegel, Xertifix, entwickelt. Dieser Steinbruchbesitzer will sich damit zertifizieren lassen. Er willigt ein, dass Pütters Leute jederzeit unangekündigt zur Kontrolle kommen können. So hofft man, die Kinderarbeit im Steinbruch besser in den Griff zu bekommen. Aber was ist mit diesem Trecker? Er bringt Rohmaterial ins nächste Dorf. Alle in diesem Dorf leben von Pflastersteinen. Wie heißt du? Raja. Wie alt bist du? 11. Why is she working? Warum arbeitest du? Ohne die Arbeit habe ich nichts zu essen. Dies sind die Hände eines 10-Jährigen. Es sind die Hände von Sanjay. Stein für Stein wird präzise nach deutschen Größennormen geschlagen. Aber gehen diese Steine tatsächlich nach Deutschland? Werden bei uns tatsächlich Straßen und Parkplätze damit gepflastert? Abends kommen die Auftraggeber und sammeln die Tagesproduktion ein. Eine unübersichtliche Kette von Zwischenhändlern verwischt später die Spur. Dem Stein wird man nie ansehen, dass er von einem Kind gehauen wurde. Sobald wir versuchen, etwas über die Händler zu erfahren, werden die Kinder hastig weggeschickt. Der Xertifix-Kontrolleur Rajnat Shri kennt diese Masche. So what do you think? They were trained from the owner? Yeah, in so many owner and middleman and conductor. Train these people. Hier gibt es so viele Besitzer, Zwischenhändler und Subunternehmer. Sie bringen den Kindern bei, sobald jemand Fremdes in die Minen kommt, sagt ihnen auf keinen Fall Namen. Lauft lieber weg. Doch wir wollen unbedingt herausfinden, für welchen Händler dieser Junge Steine schlagen muss. Wieder wenden wir unseren alten Trick an und erzählen dem Vorarbeiter, dass wir Käufer aus Deutschland seien, die sich für billige Pflastersteine interessieren würden. Schließlich rückt er mit dem Namen des Zwischenhändlers heraus. Die Verladestation von Juhi Stones ist schnell gefunden. Wir fragen nach dem Namen und der Telefonnummer des Chefs. Er heißt Sanjay Kerala. Sanjay Kerala gibt uns am Telefon den Namen seines Exporteurs in Neu-Delhi. Poddar heißt er. Noch während unserer Rückfahrt nach Neu-Delhi machen wir einen Termin aus. Wir erzählen, unser Onkel sei deutscher Pflastersteinhändler und an einem Geschäft interessiert. Sirish Poddar, der Chef, persönlich gibt sich die Ehre. Wir filmen unser Treffen mit verdeckter Kamera. Und wir fragen, ob Juhi, für den die Kinder gearbeitet haben, wirklich sein Lieferant sei. Juhi Trader? Ja, Juhi Trader. He told me he's supplying to you. Can you prove somehow? Dann erzählt er noch, dass er bereits mit einem deutschen Importeur zusammenarbeite. Aber er ist misstrauisch, will dessen Namen nicht preisgeben. Unseren erfundenen Onkel, den Steinhändler, den will er erst mal persönlich kennenlernen. Bei einer seiner nächsten Geschäftsreisen nach Deutschland. Zwei Wochen später ist es soweit. Wir haben uns etwas Fachwissen über den internationalen Steinhandel angeeignet. Ein Kollege spielt den angeblichen Onkel bei diesem Täuschungsmanöver. Ein weiterer Kollege tarnt sich als Tourist und filmt die Szene ganz offen mit einer Amateurkamera.
Wieder winken wir mit einem Großauftrag. Dafür bräuchten wir Referenzen, versteht sich. Das wirkt. Er verrät uns den Namen seines deutschen Importeurs. Es ist der Steinhändler Walter Meures aus Tüddern, eine Autostunde von Köln entfernt an der niederländischen Grenze. Langsam fügt sich das Puzzle zusammen. Terrassenwege. Stichwort Kinderarbeit. Wie können Sie garantieren, dass Ihre Sachen ohne Kinderarbeit hergestellt werden? Also zunächst mal gesehen habe ich keine Kinder. Also in den Steinbrüchen, weil von der Arbeit her, vom Gewicht her oder von der Schwerarbeit her, kann ich mir selbst nicht vorstellen, dass Kinder das bewerkstelligen könnten. Ne? Auch nicht bei diesen Pflastersteinen? Nee. Wenn Sie den Stein von Kinderhand fertigen lassen müssen, es scheint mir unmöglich. Ich möchte Ihnen jetzt gerne mal was zeigen, ja? Gucken Sie sich das doch bitte mal an. Wir zeigen dem Händler die Aufnahmen, die wir in Indien bei dem Zulieferer seines indischen Partners gedreht haben. Jetzt hätten Sie damit gerechnet? Nee, eigentlich nicht. Nein. Okay. Werden Sie denn jetzt irgendetwas tun, nachdem Sie diese Bilder gesehen haben? Also wir werden die Firma Poda auf jeden Fall darauf ansprechen und werden fragen, was da los ist. Nur die Frage ist natürlich, selbst wenn wir den Lieferanten wechseln würden, steht wahrscheinlich der Nächste, der das Gleiche macht. Ne? Mhm. Die Frage ist, wie können wir es ausschließen? Würden Sie sich dann in Kauf nehmen? Es ist eine Illusion, als kleiner Händler hier zu reagieren und da in Indien die Kinderarbeit abzuschaffen. Es ist eine Illusion. Diese Erklärung hatten wir fast schon erwartet. Immerhin. Nach unserem Besuch sagt Walter Meures, er habe alle Verträge mit Poda gekündigt. Der Kölner Heumarkt. Die 12.000 Quadratmeter wurden 2004 komplett neu gepflastert. Mit Steinen aus Rajasthan. Der Auftrag war öffentlich ausgeschrieben. Den Zuschlag bekam damals die Firma Steinzeit Natursteine aus Bonn. Sie gibt auf ihrer Internetseite ein Versprechen. Die verkauften Steine seien nicht mit Kinderarbeit gefertigt. Das garantiere sogar die UNESCO. Wir besorgen uns eine Kopie des angeblichen Zertifikats. Nur die UNO-Organisation UNESCO hat mit diesem Stück Papier nichts zu tun. Das Zertifikat stammt nicht von der UNESCO, sondern von einem ominösen Club of UNESCO mit einer Adresse hier in Rajasthan. Wir fahren hin und treffen den sogenannten Generalsekretär, der das Zertifikat unterschrieben hat. Es ist ein hochrangiger Richter aus Jaipur. Wieder filmen wir mit unserer versteckten Kamera, um unsere Tarnung als Steinhändler nicht zu gefährden. Kontrollieren Sie die Minen? Nein, wir kontrollieren nicht. Wir glauben, jeder ist ehrlich und vertrauenswürdig. Wir glauben das nicht und fahren weiter. Unser nächstes Ziel, die Firma PB Exim. Sie wird ebenfalls in dem zweifelhaften Zertifikat genannt. Sie beliefert die Bonner Firma Steinzeit. Wieder treten wir als Käufer auf und filmen verdeckt. Als Referenz zeigt uns der Inhaber deutsche Projekte, bei denen seine Steine angeblich verwendet worden seien. Das Helios-Klinikum in Berlin. Die Riem-Arkaden in München. Und schließlich den Kölner Heumarkt. I remember the name Kalon. It's a Kalon project. Okay. All projects are government projects. Mm-hmm. Wir exportieren um die 800 Container pro Jahr. We have worked from 4 years. Seit 4 Jahren arbeiten wir jetzt mit Deutschland zusammen. Die meisten Projekte sind öffentliche Aufträge. Mostly projects are government projects. And the German government. Und sein Kompagnon fragt uns. Sie wollen unser Zertifikat, dass wir kinderarbeitfrei sind? Das geben wir Ihnen, wenn Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. Wir gehen zum Schein darauf ein, am nächsten Tag gemeinsam mit den Chefs die Minen zu besichtigen. In Wahrheit machen wir uns sofort auf den Weg. Heimlich und auf eigene Faust. Der Vorarbeiter bestätigt, dass wir hier richtig sind. Es ist die Mine von PB Exim. Um sicher zu gehen, fragt er uns aber nach den Namen seiner beiden Chefs. Kohl. Natural Agarwal. Ah. And Chain. Sanjay. Sanjay Chain. Sanjay Jain. Okay. Das überzeugt ihn.
Jetzt ist er bereit, uns den Abschnitt in der Mine zu zeigen, wo Pflastersteine geschlagen werden. Und prompt finden wir Kinder bei der Arbeit. Wie alt bist du? 12. Warst du schon mal in der Schule? Nein. Wie viele Jahre arbeitest du schon hier? 3 Jahre. Tage später. Wir fahren zur Firma Steinzeit Natursteine in Bonn. Der Chef zeigt uns auf dem Hof seine Ware aus Indien. Diese Materialien kommen auch aus Indien. Der Schwerpunkt dieser Materialien liegt in der Handarbeit. Können Sie denn sicher garantieren, dass Ihre Sachen ohne Kinderarbeit hergestellt worden sind? Ja, können wir. Kinderarbeit ist auch für uns ein ganz wichtiges Thema. Das verlangen wir natürlich auch von unserem Partner in Indien. Das heißt, ein Kunde könnte wirklich 100% sicher sein, dass diese Steine zum Beispiel hier ohne Kinder geschlagen sind. Ja. Also wir sind 100% sicher, dass das so nicht ist. Und der Kunde kann das dann in dem Fall auch sein. Auch dieser Firma zeigen wir unsere Bilder. Die Bilder sind bedrückend, das muss ich sagen. Aber ich kann für unser Unternehmen ausschließen, dass das in Betrieben stattfindet, die für uns zuarbeiten. Wie können Sie das ausschließen? Durch die Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Wenn ich Ihnen sage, wir waren dort bei dieser Organisation, die Sie kontrolliert, und die haben uns vor der Kamera gesagt, dass Sie keine Kontrollen machen? Ich habe Prüfprotokolle, die wir hier im Hause haben, die ein Gegenteil aussagen. Also uns wurde gesagt, von selber würden die nicht kontrollieren und man würde halt dieses Zertifikat ausstellen. Uns wurde dieses Zertifikat im Übrigen auch über andere Firmen zum Kauf angeboten. Also diese Mine hier liefert an die Firma in Indien, die halt behauptet, sie ist ihr Exportpartner. Von ihnen bekommen sie die Steine. Das können wir ihnen so beweisen. Das würde ich gerne sehen, weil ich kann das. Wir müssen dann Maßnahmen ergreifen. In seinem Büro geben wir dem Inhaber der Firma Details unserer Recherche. Die Bilder, die Sie mir hier zeigen, sind erschütternd. Die Bilder, die wir hier sehen, sind natürlich für mich nicht so ganz nachvollziehbar, weil die Situation, wie ich sie dort unten vor Ort kenne, anders dargestellt werden. Sollte die Situation aber so darstellen, ist sie nicht hinnehmbar. Was werden Sie denn jetzt konkret machen? Also wirklich ganz konkret. Der nächste Schritt ist, dass wir unseren Produzenten aus Indien einladen werden zu einem Gespräch. Wir möchten ihn mit diesen Dingen, die Sie mir gezeigt haben, konfrontieren. Wir möchten besprechen, was dort stattgefunden hat. Wir möchten seine Meinung dazu hören. Sollte sich bewahrheiten, dass Kinder gearbeitet haben für Produkte, die wir importiert haben, werden wir die Verträge auflösen und dieses Geschäftsfeld einstellen. Wer es wirklich wissen will, kann leicht herausfinden, dass der sogenannte Club of UNESCO nur eine Farce ist und die Minen gar nicht kontrolliert. Haben Sie mal Vertreter dieser Organisation aufgesucht? Nein. Auch die Firma Steinzeit erklärte nach unserem Besuch, sie habe den Ankauf von Natursteinprodukten aus Indien erst einmal gestoppt. Wir fahren nach Bihar in Indien zurück. Dorthin, wo Eltern ihre Kinder verkaufen. Wir wollen wissen, was aus den Kindern geworden ist, deren Befreiung wir erlebt haben. Haben sie inzwischen ihr Entschädigungsgeld bekommen? Wir suchen nach dem 10-jährigen Raman aus der Garküche. Schließlich finden wir ihn in seinem Dorf. Freude über das Wiedersehen. Doch die Fröhlichkeit täuscht. Der Familie geht es schlechter als zuvor, erzählt seine Mutter. Raman hat sich den Arm gebrochen. Ich wollte auf den Bambus klettern, da bin ich abgerutscht. Für die Operation musste sich die Mutter Geld leihen, zu einem Jahreszinssatz von über 100%. Der alte Kreislauf beginnt wieder von vorne. Ich habe nichts, was ich verkaufen oder zu Geld machen könnte. Ich habe auch keinen Mann. Wie soll ich das jemals zurückzahlen? Und was ist mit den 320 Euro Entschädigung, die Raman vom indischen Staat für einen Neuanfang erhalten sollte? Er hat es schwarz auf weiß. Wir fahren mit ihm zum zuständigen Amt. Ausgezahlt hat es auch 4 Monate nach der Befreiung noch nichts. Und weil die Familie über keinerlei Reserven verfügt, musste sie sich das Geld für die Operation schließlich von einem Wucherer leihen.
So wächst ihr Schuldenberg jeden Monat. Wir fragen den Beamten, warum Rahman sein Geld noch immer nicht bekommen hat. Definitely, after leave. Der Chef unserer Behörde ist im Urlaub. Aber danach werden wir uns darum kümmern, dass die finanzielle Unterstützung in diesem Fall ausgezahlt wird. Wird er sich an sein Versprechen erinnern, wenn das Fernsehen wieder weg ist? Wir fahren weiter zu Kashinat und Ektadul, die in einem Kellerloch Kleidung für den Modekonzern Gap besticken mussten. Beide wohnen in der Nähe von Kalkutta. Auch Kashinat hat noch kein Geld bekommen. Sein Vater ist tot. Die sechsköpfige Familie lebt in einer winzigen Lehmhütte. An manchen Tagen wissen sie nicht, was sie essen sollen. Aber immerhin ist der verloren geglaubte Sohn wieder da. Als ich hörte, dass mein Sohn befreit worden war und ich ihn abholen kann, habe ich so geweint. Aber ich war allein und die ganze Situation hat mich auch überfordert. Ich würde jetzt gerne etwas lernen, aber wer soll sich dann um die Familie kümmern? Ich würde gerne Arzt oder Lehrer werden. Am Spätnachmittag treffen wir bei dem 10-jährigen Ektadul ein. Auch hier das Gleiche. Die Bescheinigung ist schon lange da. Gesehen hat die Familie von dem Geld aber noch keine Rupie. Immerhin hat er einen Vater. Und der verdient jeden Monat 2.500 Rupien, rund 40 Euro. Ich kann die Familie damit gerade so ernähren, aber eine Ausbildung für die Kinder ist zu teuer. Das können wir uns nicht leisten. Was möchtest du mal werden? Polizist? Was würdest du sagen, wenn dein kleiner Bruder arbeiten gehen will? Das würde ich ihm nicht erlauben. Ich will, dass er was lernt. Dann fragt uns Ektadul, ob wir ihm nicht einen großen Wunsch erfüllen und ihn zur nahegelegenen Kirmes, zur Mela, mitnehmen können. Und zum Abschied laden wir Ektadul zur ersten Riesenradfahrt seines Lebens ein.